Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Elbo und wir spinnen weiter die Karriere vom Energie Cottbus. Was ist der Plan für heute? Auf jeden Fall, dass wir die nächsten drei Spiele machen. Also wie ihr seht, die ersten vier Spiele sind natürlich echt super gelaufen. Gegen Bielefeld der Auftakt, 2-0 gewonnen. Gegen Aue ging es auch gleich weiter, 3-1. TSG. 60 München, wollte ich sagen, und Waldhof Mannheim auch souverän gewonnen. Und jetzt spielen wir, denke ich mal, bis Sandhausen, bis Saarbrücken. So rum wollte ich sagen. Verl, Alemannia Aachen. Aachen könnte man eventuell die Highlights spielen. Aachen jetzt auch natürlich aufgestiegen nach, ich glaube, was hatte ich letztens gelesen? 11 Jahre Abstinenz, kann das sein? Aus dem Profifußball, was natürlich auch schon eine sehr, sehr lange Zeit ist. Aber ich denke mal, bis dahin werden wir dicke hinkommen. So viel passiert ja jetzt auch eigentlich gar nicht. Und von daher könnte man hier eigentlich auch simulieren. Nee, irgendwas hat ja geändert. Das ist nicht die B11. Das ist ja vollkommen doof. Thiele kommt wieder rein. Vorne kommt Beas rein. Kelly. Chigachi nicht, sondern wir spielen mit Hofmann. Schabakowski nicht. Da kommt wieder Kraus hin. Andere Seite kommt Hallbauer. Unten kommt Luis rein. Hinten links so rum. Irorere. wir hatten dann noch in der Innenverteidigung gestanden. Slamar oder Kampulka? Gucken wir doch einfach mal aufs Alter. Slamar ist 29 und Kampulka ist 25. Also kommt Kampulka rein. Und außen wieder Rohrig und Sebald bleibt ja am Tor. Also von daher, alles tipptopp. Würde ich dazu einfach mal sagen. So, hier kommt wieder die Schnellsimulation zum Zuge. 3-2 gewonnen. Thiele. Bronicev. Da wurde der Bronicev eingewechselt. Für Kelly, okay. Und Kampulka. Nicht schlecht. Wer hat das andere? Brandt. Brandt mit einem Doppelschlag. Ja, ging eigentlich sogar mit dem, was wir gemacht haben. Also, wir sind bisher 5 Spiele, fünfmal ungeschlagen. Ach du Scheibenkleister, wir haben in der letzten Folge Hallbauer angepriesen gehabt. Oh nein. Oh nein. Und jetzt geht er auch. Für 1, nee, stimmt gar nicht, für 950.000. Und ich habe alles ins Dings gesteckt. In die ganzen Trainer. Und das ist jetzt natürlich richtig, richtig. Und wir kriegen nur 600.000. Ach du Scheibenkleister. Was spielt der jetzt so? Erstellte Taktikvorlagen. Aber wieso geht das nicht mit B? Der hier, den tun wir jetzt nochmal schnell umändern. Thiele rein. Beas rein. Hofmann. Kelly. Aus. Irorere. Kampulka. Luis wieder rein. Brettschneider nicht, sondern Rohrig. Ach du Scheibenkleister. Kann Kraus links spielen? Kraus kann links spielen. Dann ist es jetzt eigentlich nicht ganz dolle so schlimm, würde ich mal sagen. Wo sehe ich das, was der kann? Achso, da oben steht ja RM. So, Taktiken RM, RF, ja, will ich speichern. Danke.
Ich gucke trotzdem nochmal, ob ich nicht noch einen linken Flügel irgendwie organisiert bekomme. Ach nee, verkehrt. Wir müssen ja in die Transferzentrale. Haben wir irgendwo einen linken Flügel? Ja. Der will aber nicht wechseln. Kann man da ihm eine Leihe vorschlagen? Ja. Leihe funktioniert. So, da haben wir den Zubiabre. Zubiabre, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Für 1,6. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn jetzt angeboten? Sieht man das noch? Ja, genau, Laie zum Kauf. Für 1,7 Millionen. Und was ist er wert? Ich glaube 1,6. Gehalt teilen wir uns auf. Wir 60, die 40. Also von daher, er muss durchgehen. Der muss durchgehen, da gibt es kein anderer, da gibt es halt nichts anderes. Zur Not könnte man den just noch nehmen. Möchte ich aber ehrlich gesagt nicht nehmen. Und sonst war es das auch schon mit irgendwelchen Stürmern. Ich war eigentlich schon so, ich habe keine Option möglich, okay. Ich war eigentlich schon dementsprechend durch gewesen, dass das alles so funktioniert. Aber auf sowas war ich noch gar nicht gefasst, dass jetzt sowas passieren kann. Bitte. Oh. Sehr cool. Und da ist er schon, der Subiabra. Für 12 Monate leihen wir uns den, in der Hoffnung, wir können am Anfang der nächsten Saison dann auch die Kaufoption ziehen. Genau. Der geht nach einem Jahr zu River Plate zurück. Das ist richtig. Kann man nicht den Dings auch einfach überspringen? Wir können mal gucken. Die jüngste Transfer ist okay. Wieso kann ich das? Ach so, muss ich das machen. Heutige Top-Transfers. Okay, wir können uns mal angucken. Alle Vereine. Nico Williams. Boah, Unai Simon. Nicht schlecht, haben wir mal knapp. Was sind das? 180 Millionen? Ja. Knapp 180 Millionen eingenommen. Bilbao. Krass. Eder Militao wechselt auch. Diego Costa. Frimpong. Boah. Oman, oh, Oman geht nochmal weg. Zu Milan FC. Was ist Milan FC? Ist das AC Milan? Ist das AC? Das ist ja. Haben die schon wieder die Rechte daran verloren? Ich habe es ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Muss ich ganz nach. Oh Mann. Hat Napoli auch das Wappen geändert? Krass. Wusste ich gar nicht. Ja, okay. Er ist noch so. Lunin, auch zu Neapel. Nicht schlecht. Sonst irgendwas Pickford noch weg. Aber sonst. AZ. Boah, AZ Alkmaar. Das, ja, ei. Die haben auch ordentlich verkauft. Villa ordentlich verkauft. Oh, die haben so viel verkauft. Bilbao. Krass. Oh. Hier sind sogar die Frauen drinne. Ach, auf
Ah, okay, krass, hier sind alle drinne. Das wusste ich gar nicht. Krass. Wenn man nur Atletico hat. Ach, Bilbao hat einfach 180, 220, 228, 200, sagen wir mal, 25, was? 28, 200, ach, was weiß ich. Knapp über 250 Millionen eingenommen und haben einfach nichts gekauft. Haben die wirklich nichts gekauft? Die haben wirklich nichts gekauft? Das kann ich ja jetzt kaum glauben. Doch hier. Aber in Witz dafür haben sie gekauft. Krass. Ich würde gerne Anpassung halten. Deadline der Überspringen, ja, möchte ich gerne. Ich möchte nämlich nicht nochmal so einen Fehler tun wie gerade, dass da so viel auch schief geht. So, E-Mail von der dritten Liga bekommen, okay. Luis ist bei der Nationalmannschaft, Rollenupdate für Bethke und Alemannia Aachen. Genau, das werden wir jetzt gleich in den Höhepunkten spielen. Rollenupdate für Bethke. Das nimmt er natürlich an. Torwart Profi. Schön. Das behält er auch gleich. Also von daher alles tipptopp. Training vor dem Spiel, alle Aufgaben anzeigen, E-Mail von der dritten Liga. Oh, es wurden insgesamt 466 Millionen ausgegeben. Nicht schlecht, Herr Specht, würde ich dazu mal sagen. Erster gegen 17. Wir spielen das trotzdem in den Höhepunkten. Und ich würde auch sogar sagen, mit der. Jetzt passt's. Ach stimmt, wir haben den ja. Wir haben den einen neuen geholt. Slubi Ritscher. Ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Slubi Abra. Slubi Abra. So, was kannst du noch lernen? Du bleibst linker Flügel auf jeden Fall. Und du gehst auf. Irgendwie so Innensturmprofi. Ja, wir lassen Innensturmprofi einfach mal stehen. Und dafür geht Kraus wieder auf die, wie gewohnt, rechte Seite. Subi Abre bleibt auf der linken. Also von daher passt das ja. Und Osterhelwig ist eins runtergegangen sogar. Der hat keine 60 mehr. Schade. Aber das ist natürlich doof, dass das nicht angezeigt bleibt. Oder habe ich das jetzt bloß verduselt? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das. Vertrag läuft in Kürze aus. Vertrag. Oh, es laufen Verträge in Kürze auch noch aus. Wann ist denn bei euch hier in Kürze? In 9 Monaten. Ja, Verlängerung delegieren. Sie können diese Kondition annehmen oder ablehnen. Okay, Freigabesumme. Ja, Verlängerung passt schon. Was wollten wir jetzt gucken? Achso, ob man das jetzt hier sieht, um wie viel die hochgegangen sind oder runter. Gar nicht. Ach doch, man sieht es an dem. An dem Dings, kann das sein? Hier an dem. An der Freigabesumme. Nee, an dem Marktwert so rum. Haben wir nicht in der Endfolge geguckt? Ob da noch jemand eine Freigabesumme hat? Hier, der Brettschneider hat ja immer noch eine Freigabesumme drin. Naja. Schade, dass man das nicht mehr so sieht, aber wenn es jemand weiß, gerne in die Kommentare und mir erzählen, wie das funktioniert, dass man das nachgucken kann. Und hier spielen wir alle Höhepunkte. Gibt weniger dann zum Schneiden. So, los geht's, würde ich da mal sagen. Gelegenheit zur Flanke für Cottbus. Na, gucken wir doch mal, was dabei rauskommt. Oh.
Schön angenommen von Hofmann, trotzdem Thiele und Ball wurde verloren, schade. Eckball, den holen wir kurz ran. Die machen wir kurz. So, ich weiß jetzt nicht, wer da kommt. Das ist das. Ach, das ist Kelly mit der 8 sogar. Kraus. Da hat es ganz kurz mal geruckelt. Luis. Schön rein zu Thiele und dann Abschluss. Oh, warum ruckelt denn das jetzt so dolle? Jetzt habe ich es gerade nicht gesehen, aber ich glaube, wir müssen verteidigen. Oh, schön. Konter? Okay, krass. Da wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Mal probieren auf Kraus. Nee. Oh doch. Und weiter schön auf Thiele. 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 Schade. Kraus. Rein zu Thiele. Nein. Kelly. Ine Iborere. Was sucht der Verteidiger so weit? War der Verteidiger? Nein. Nein, war er nicht. War er nicht. Was ist das? 30. Minute erst. Ah, mal gucken. So. Bitte? Wieso ging denn der Ball jetzt so doll ab? Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Hm, schön gehalten von Bethke. Luis mit... Ne, ach nee. Es wird jetzt angegriffen von Aachen. Okay, super. Schön gehalten von Bethke. Und dadurch Aachen. Oh nein, hört doch auf. Wieso sind die jetzt so gut? Ich würde das Spiel eigentlich gerne gewinnen wollen. Ich hasse das zu verlieren. Oh, schön. Konter durch Cottbus. Ich weiß jetzt nicht, ob das dieselbe Minute ist oder nicht. Aber wir gehen einfach mal mit Beas ein bisschen weiter. Oh, warum das so ruckelt? Das ist ja super nervig. So, schön raus auf Brettschneider. Ich will das nicht. Ich will das Unentschieden nicht. Naja, gar nicht so schlimm. Funktioniert schon so ganz gut. Oh, ich weiß gar nicht, wer jetzt Zweiter ist und Dritter. Sieht man das hier vorne auch irgendwo? Nee. Rollenupdate für Kelly. Sehr schön. Motor. Bestätigen. Ist er jetzt eine 64? Nee, noch nicht. Schade eigentlich. Box-to-Box könnte man noch machen. Aber, nee, wir bleiben hierbei. Wir bleiben dabei. Schade ist, dass man das nicht mehr auf den ersten Blick sieht. Wer jetzt wo steht? Saarbrücken ist Zweiter. Wien und Ingolstadt. Okay. Erster gegen 14. Oh, Jungscout hat aktualisiert. Sehr schön. Hasse. Vor uns liegen wichtigere Spiele. Einfach, dass er ein bisschen beruhigt ist. Der Scout hat es aktualisiert. Man sieht immer noch nichts. Das ist ja voll doof. Die sind immer noch nicht gut genug, finde ich. Aber der hat natürlich auch eine... Der Scout ist halt noch nicht ganz so... Ach, da unten steht das Potenzial mit drin. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Den Sommer könnte man mal nehmen. Den Schmidt könnte man auch nehmen. Die anderen beiden hier. Die lehnen wir mal ab. Akademie, was gibt's da? Es gibt wieder ein Jugendturnier. Das können wir dann das nächste Mal spielen. Dann tun wir jetzt mehr Spiele simulieren, dass wir dann das nächste Mal dann uns direkt auch darüber dann dass wir uns dann darüber auch direkt dann unterhalten können, beziehungsweise dass wir das dann
auch wirklich ganz normal spielen können. So, wer ist jetzt der Stärkste? Meier und Siad. Siad, Meier, Hansen. Ich wollte nach Dings. Hassan, Hansen, Siad, Meier. Okay. Die könnte man eigentlich alle verpflichten und ausleihen. Hört sich blöd an, meine ich aber vollkommen ernst. Hier der Schmidt und Sommer, die brauchen noch irgendwie was. Ach so. Was geben wir dem? Flügelmotor. Hassan hat, Hansen hat, Fischer, Hassan. Sommer. Was ist der? Der ist Stürmer. Der kriegt einen Knipser. Der kriegt einen Knipser auf jeden Fall. So, und der Rest ist ja eigentlich fertig. Genau. So, zentraler Spieltag und dann wird gegen Ferl simuliert. Dann nehmen wir nochmal die B11. Schnell simulieren. Oh, der erste Niederlage. Schade, die erste Niederlage. Oh, Trainingspläne wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, alles gut. Lassen wir mal mit den Trainingsplänen. Kampulka. Rolle übernehmen. Und der bleibt auch. Oder kriegt er einen Vorstopper? Der kriegt noch einen Vorstopper mit dazu. Und zwei ungelesene Nachrichten. Was denn? Nimm's nicht zu schwer und. Die Neuzugänge, Schlagzeilen, Medien hatten wirklich beunruhigt. Danke, dass das jetzt geklärt ist. So, geklärt. Ich erwarte trotzdem eine Top-Leistung von dir. So, weiter geht's. Oh, gegen Saarbrücken. Ich glaube, gegen Saarbrücken spielen wir jetzt noch. Genau, gegen Saarbrücken müssen wir ja spielen. Wir sind Zweiter. Was kriegst du jetzt noch? Du bleibst dabei, oder? Weil langer Pass, Ausdauer. Nee, wisst ihr was? Wir lassen den einfach bei Forsberg und dann passt das auch. Aber ich glaube, gegen Saarbrücken werden wir spielen. Da kommen wir echt nicht drum rum. Da kommen wir echt nicht gut drum rum. Also von daher, das spielen wir. Partie spielen. Genau, mit der Mannschaft. So, herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht, wo wir spielen. In Saarbrücken. Nicht schlecht. Oh, der war aber schlecht gespielt. Und Luis war dazwischen und hat dann auch echt schlecht gespielt. Subiabra. Na, gibt mal weiter auf Luis. Das kann doch nicht sein. Luis hat sich wirklich verletzt. Thiele. Gibt rüber an Beas und Beas macht's Tor. Wie kann sich denn Luis verletzt haben? Was ein Quatsch. War ein schönes Blitztor. Ich verstehe es nicht, wie sich Luis da verletzen konnte. Oh, wird das hier. Was ist denn nun los? Was passiert hier? Das ist doch nicht wirklich so. Das will ich jetzt aber mit Thiele alleine machen. Eigentlich wollte ich da auch eine Ballrolle machen, aber das ging irgendwie nicht. Jetzt kommt Saarbrücken. Oder auch nicht. Den hatte der Ball.
Weiß gar nicht, wer war das? Iboriri hat echt gut den Ball gerade erobert gehabt und auch gleich gut weitergegeben. Ja. Schön von Bethke. Kelly, Mias. Nö. Den Ball gar nicht gesehen, dass der da hingegangen ist. Ich bin oben gelaufen noch mit. Wer war das? Zubiabre? Oder wie der heißt? Und das war eine schöne Ballrolle von Iboiriri, aber. Oh, was passiert hier denn? Und Bethke, den muss er haben. Bethke, den musst du haben. So, zusammenreißen. Reißt euch zusammen, Jungs. Schön gedacht von Thiele. Aber dann ist er mal auch nicht durchgekommen, leider. Iboiriri. Scheibenkleister. Kompulger. Schön den Ball geholt. Schön. Beas. Kelly. Kraus. Kraus läuft. Weiter auf Thiele. 11 Meter. Das ist doch ein Witz. Iboiriri schön den Ball geholt. Weitergegeben auf Kraus. Kraus einmal an. Ach. Oh. Ich hab mir gerade an der Nase gejuckt, weil ich eigentlich dachte, der Ball ist weg, aber so kann man sich irren. Beas wieder. So wie Abra. Schade. Thiele. Thiele. Gibt wieder rein auf Beas und dann 3-0. 3-1. Beas. So wie Abra. Thiele. Schade, da habe ich schon wieder angefangen versuchen zu tricksen, aber das ist in die Hosen gegangen, wie ihr seht. Schön den Ball erobert. Und Thiele ist durch. Thiele. Schön. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, wer Torschützenführer ist. Torlistenführer. Torschützenkönig. Der zwischenzeitlicher. Schön rausgesteckt auf Kraus. Ach. Aber was ist denn das bitte jetzt? Das ist doch kein wirkliches Spitzenspiel. Wenn Saarbrücken so untergeht und ich ja wirklich nicht so gut spiele, vielleicht müssen wir dann nochmal die Schwierigkeit ein bisschen anheben und gucken, wie das dann ist. Oh, oh, Bethke schön rausgeholt den Ball. Schön rausgeholt. Kampulka. Innenverteidiger. Geht zurück. Beas. Oh, schade.
Der Ball wäre schön gewesen auf Kraus, wäre Kraus, wäre durch. Okay. Kampulka. Oh. Das war nicht so gut. Iborere. Luis, probieren wir einfach mal ganz ruhig von hinten aufzubauen. Kelly. Thiele. Dann nochmal Hofmann. Luis. Kraus? Kraus? Schade, der war ein kleines bisschen zu kurz. Uhr. Ich finde auch, wir stehen so offen. Schön von Wiedke. Sehr schön. Oder holen sie ihn ran. Wiedke geht trotzdem mal raus. Oh, Kraus. Schön. So, und jetzt rennt. Rennt. Rennt doch mit. Krauslauf. Kraus ist trotzdem noch zu langsam. Schade. Schade. So. Hofmann. Beas. Auf Thiele. Geht das? Ja. Oh. Schade. Wenn der durch gewesen wäre, der Beas, der hätte ja im ersten, was ist das jetzt, das zweite oder dritte Spiel von ihm? 4 Tore gemacht. Also, das wäre schon echt hart. Aber auch sehr, sehr cool von dem. Also, er hat sich auch bis jetzt echt bewährt gemacht. Nein. Oh. Zum Glück. Oh, geht weiter. Ich habe eigentlich gedacht, das ist aus. Schön. Schöne Zusammenarbeit von ich weiß nicht wem und Hofmann. Thiele. Immer geht alles über Thiele. Das ist so schön. Und jetzt Luis Nesubiabra. Tor. 6-1. Sollte es jetzt aber auch gewesen sein. Schiri. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ach, sieht man das gar nicht mehr? Blöd. So. Aber nicht schlecht von dem Subiabra. So, 5 Spieler geholt in der Saison. Nicht schlecht davon. Wer war denn das? Wir haben doch bloß einen, glaube ich, geholt von den Dings, oder? Kelly hatten wir, glaube ich, geholt von den freien Spielern bloß, war. Kann das sein? Ich glaube nur Kelly kam von da. Oh, jetzt ist aber Saarbrücken ganz schön zurückgefallen. Die haben jetzt eine Tordifferenz von 0. Aber auch nur dadurch, dass wir die halt so abgeschossen haben. 6-1? War das 6-1? Ja, 6-1. Krass. Krass, einfach nur krass. Naja, so ist das nun mal. So, aber in diesem Sinne, wenn wir dann nächstes Mal dann die... Was ist das hier bitte? Verpflichtet 3 Spieler, mindestens 3 Spieler unter 20 Jahren mit einem Potenzial des durchschnittlichen Gesamtwerts. Achso, haben wir erst einen gemacht. Achso, und wir müssen noch 3 Leute aus der Jugendakademie verpflichten. Okay. Erreiche 5 Siege, das kriegen wir dicke noch hin. Und Spielergehälter um maximal 15%. Oh, wir sind bei 40%. Ups.
Mittelfeldplatzbelege und Kontinental haben wir ja nicht. Naja, gut. Aber in diesem Sinne würde ich ganz einfach sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und da werden wir uns dann ein bisschen des Jugendturniers widmen. Und ich weiß nicht, vielleicht nochmal einen neuen Scout kaufen. Haben wir genug Geld dafür? 94.000 haben wir. Hier so ein Anton Schumacher zum Beispiel. Aber wir müssen auch aufpassen, wir brauchen halt noch Geld, war dann für die Dings, für die Verpflichtung dann von Zubiabre, weil wir den ja nur geliehen haben. Aber alles nicht so schlimm. Gut, meine Leute, meine Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, viel Spaß und ciao, Kakao.